Hi Leute, ich bin Lukas aka Mr. Lux. Herzlich willkommen zu diesem neuen Update-Video zu meinem Spiel. Auch diese Woche habe ich wieder viele neue Sachen zu dem Spiel hinzugefügt. Einige Ideen kamen auch von euch aus den Kommentaren. Also es wird auf jeden Fall interessant. Viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit der ersten Sache an. Das haben wirklich sehr viele Leute vorgeschlagen, und zwar eine Lebensanzeige für den Spieler. Man sieht jetzt hier diese Herzen. Diese Herzen zeigen an, wie viele Leben der Spieler noch hat. Kennt man ja aus Minecraft oder aus Zelda. Und wenn der Gegner den Spieler angreift, dann verliert der Spieler zum Beispiel ein halbes Herz oder zwei Herzen bei einem stärkeren Gegner. Wenn der Spieler keine Leben mehr hat, dann stirbt er natürlich und dann kommt dieser Game Over Screen hier. Der Game Over Screen wird natürlich noch um einiges verbessert, aber es gibt jetzt schon mal eine Lebensanzeige und einen Game Over Screen. Außerdem werden die Gegner jetzt kurz rot, wenn sie angegriffen werden, und auch der Spieler wird kurz rot, wenn er Schaden nimmt. Danke für diesen Tipp. Auf TikTok haben das viele Leute kommentiert. Habe ich hinzugefügt, war auch relativ einfach zu programmieren. Außerdem habe ich eine weitere Änderung im Kampfsystem gemacht, und zwar können Gegner jetzt endlich sterben. Vorher konnte man die Gegner so oft angreifen, wie man will, und sie sind nicht gestorben. Das musste ich halt einfach hinzufügen. Da haben sich viele Leute gewundert auf TikTok, warum die Gegner nicht sterben. Man muss den Gegner jetzt einfach ein paar Mal angreifen, dann stirbt er, verschwindet einfach. Da will ich auf jeden Fall noch eine coole Animation haben. Ach ja, und wenn man einen Gegner tötet, dann soll in Zukunft auch eine Münze oder irgendein nützliches Item gedroppt werden, einfach als Belohnung. Die Monster, die man hier sieht, werde ich übrigens wieder entfernen. Das war eigentlich nur ein Meme für TikTok, aber irgendwie ist es fast keinem aufgefallen, voll komisch. Viele Leute haben auch gefragt, ob ich Tutorials machen kann. Würde ich gerne mal in Zukunft machen, aber gerade habe ich einfach keine Zeit dafür. Also ich arbeite gerade als App-Entwickler, dann habe ich hier noch YouTube, dann programmiere ich das Spiel. Also geht leider gerade einfach nicht, aber in Zukunft kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, Tutorials zu machen. Das macht bestimmt auch Spaß. Ich würde das dann aber auf einem anderen Kanal machen, zum Beispiel Mr. Lux Tutorials oder so. Dann habe ich noch die Steuerung auf dem Handy verbessert. Bisher hatte ich ja dieses Kreuz, mit dem man den Spieler steuern konnte. Viele Leute haben den Vorschlag gemacht, einen Joystick hinzuzufügen. Deswegen habe ich jetzt einen Joystick programmiert und damit ist die Steuerung viel, viel besser. Den Level Editor habe ich jetzt auch verbessert, und zwar kann man jetzt Monster hinzufügen. Sieht echt witzig aus, wenn man richtig viele Monster hinzufügt, aber das habt ihr auf TikTok wahrscheinlich schon gesehen. Und ja, diese Monster werden jetzt auch in der Level-Datei gespeichert und können auch wieder geladen werden. Zwischendurch noch eine Frage an euch, und zwar, ich hatte die Idee, einen Livestream zu machen, wo ich halt live an dem Spiel weiterprogrammiere. Hättet ihr da Lust drauf, stimmt mal bitte ab hier, ich glaube hier ist es, stimmt mal bitte ab, ob ihr da Lust drauf hättet, und wenn ja, wo soll ich livestreamen, entweder hier auf YouTube oder auf Twitch? Vielen Dank. Vielen Dank auch an Dunkles LP auf TikTok. Schaut da unbedingt mal auf seinem Kanal vorbei. Der hat nämlich Gegner und Charaktere für mein Spiel gezeichnet. Richtig cool. Ja, mal schauen, was ich davon verwenden kann. Ich finde, der Boss sieht echt cool aus, so spinnenmäßig mit den Beinen. Vielleicht könnte ja der erste Boss so ein Spinnenboss sein. Auf jeden Fall vielen Dank. Richtig coole Sache. Auch danke an alle anderen, an alle Abonnenten, an alle, die meine Videos liken, kommentieren. Es war wirklich eine richtig krasse Woche. Ich versuche so viele Kommentare wie möglich zu beantworten, aber ich schaffe es einfach nicht, alle Kommentare zu beantworten. Ich denke mal, ihr versteht es. Falls es wirklich wichtig ist, könnt ihr mir auf Instagram schreiben, MrLuxTV. Da schaffe ich es gerade noch, alle Nachrichten zu beantworten. Das war's auch schon. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Ideen wie immer gerne in die Kommentare. Liked auch die Kommentare mit den Ideen, die ihr gut findet. Dann sehe ich, welche Idee ihr am besten findet. Also der Kommentar, der die meisten Likes hat. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder in einer Woche. Da kommt nämlich das nächste Video. Frohe Ostern, bleibt gesund und bis dann. Ciao.